Jetzt immer voller. Ich wäre übrigens fast zu spät gekommen, jetzt in der Pause. Ich wollte nämlich hinten auf Toilette gehen, wie das so ist. Da muss man natürlich mit Kleingeld bezahlen. Ich kann ja nichts einstecken. Ich habe nie Geld mit auf der Bühne. Ich habe auch mit der Dame diskutiert. Ich habe gesagt, gucken Sie mal, ich komme direkt von der Bühne. Da habe ich kein Geld bei mir. Können Sie nicht mal eine Ausnahme machen? Hat sie mich gefragt, woher soll ich denn wissen, dass Sie wirklich Musiker sind? Sie könnten doch auch ein Passant sein. Ich sage, gucken Sie doch mal, der Anzug hier. Das hat doch sonst keiner. Das stimmt nicht. Da sind vorhin schon vier Leute im gleichen Anzug vorbeigelaufen. Deswegen, wenn ich jetzt etwas unentspannt wirke, ich freue mich schon auf die Pause. Aber bevor ich mich dann zurückziehe, Massa und ich, wir haben noch keine Unterschriften geleistet. Das liegt daran, wir sind nochmal hochgegangen, haben nochmal geübt. Wir waren uns nicht ganz einig, wer ist. Jetzt wissen wir es wieder und in der nächsten Pause holen wir das nach. Wer also noch Befreiung haben möchte für seinen Arbeitgeber, morgen einfach zu uns kommen. Name, Postanschrift, polizeiliche Führungszeugnis. Wir füllen das alles aus und dann seid ihr dauerhaft Urlaub bis zum nächsten Konzert oder vielleicht sogar bis Mafia Mia. Wir haben es vorhin schon mal erzählt. Wer von euch also im Winter noch was Schönes erleben möchte, kommt ruhig mal bei uns vorbei. Da kampieren wir 6 Wochen lang im Ostfahrgehege, im Erlwein-Kapitol. Mafia Mia, New York, New York heißt die Show. Wir könnten jetzt natürlich den Song mal spielen zur Einstimmung. New York, New York. Machen wir aber nicht. Machen wir nicht mit Absicht. Wir wollen nichts vorwegnehmen. Wenn ihr den hören wollt, müsst ihr schon vorbeikommen. Dann könnt ihr ihn hören. Ein unwahrscheinlich aufwendiges Programm findet dort statt. Wir haben tolle Comedians, Artisten, Tänzer und natürlich wir. Und wir werden dort auch Songs spielen, die wir normalerweise nicht spielen würden. Das heißt, da geht es quer durch den Gemüsegarten. Heute nicht, heute wollen wir uns schon auf die 50er Jahre fixieren.